Nachdem du dieses Video gesehen hast, wirst du zukünftig sehr vorsichtig sein und aufpassen, wo du hintrittst. Von einem verschwindenden Strand zu einem schrecklichen Ereignis im Treibsand auf Platz 1. Schau auf jeden Fall bis zum Ende, denn dieses Video macht gruseligen Spaß. Vergiss nicht, den Abonnieren-Knopf zu drücken und die Glocke zu läuten, um weitere Top 10 Videos zu sehen. Verschwundener Strand Australien. Es ist wie ein Abenteuerbuch mit dem Titel »Der verschwundene Strand von Queensland«. Dort wurde man mit einem mysteriösen Naturphänomen konfrontiert. Am Strand erschien ein großes Loch mit einem Durchmesser von über 200 Metern und einer Tiefe von mindestens 8 Metern. Stell dir vor, du schläfst in deinem Wohnwagen und verschwindest plötzlich im Wasser. Glücklicherweise kam diesmal niemand zu Schaden, aber es war nicht das erste Mal, dass Menschen in Queensland mit diesen Löchern im Strand zu kämpfen hatten. Im Jahr 2015 wurden Campinggäste zur Evakuierung gezwungen, nachdem ein Wohnwagen mit Anhänger, ein Auto und ein paar Zelte in einem solchen Strandloch verschwunden waren. Nach Angaben der Behörden wurden diese Löcher durch einen Unterwasser-Erdrutsch verursacht, durch den die Küstenlinie ihren Halt verloren hat. Infolgedessen rutscht der Sand ins Meer und das Loch entsteht. Das Gebiet ist sehr instabil und in Zukunft werden wohl weitere Strandlöcher erwartet. Guatemala-Senkloch. Menschen und Häuser, die plötzlich in der Erde verschwinden? Das passiert nicht nur in Filmen. Löcher entstehen in der Regel durch unterirdische Wasseransammlungen, die den Boden schwächen, sodass der Sand an der Oberfläche plötzlich in einem unterirdischen Hohlraum versinkt. In Guatemala-Stadt hatten die Menschen mehrmals mit solchen Ereignissen zu kämpfen. Aber was 2010 passiert ist, war unglaublich. Mitten in Guatemala-Stadt öffnete sich ein riesiges Senkloch von 18 Metern Breite und verschluckte ein dreistöckiges Gebäude und ein weiteres Haus. Berichten zufolge soll auch ein Mann dabei ums Leben gekommen sein. Experten gehen davon aus, dass das Loch eine Folge des Tropensturms Agatha ist oder mit einem unterirdischen Rohrleitungsleck zu tun habe. Der Bürgermeister der armen Stadt hat alle Hände voll zu tun, das Loch zu füllen, um zu verhindern, dass es sich wiederholt. Verflüssigung. Wusstest du, dass sich der Erdboden unter bestimmten Umständen wie eine Flüssigkeit verhalten kann? Normalerweise tritt dieses Phänomen nach einem Erdbeben als Reaktion auf eine erhöhte Belastung des Bodens auf. In Tokio kam es nach dem schweren Erdbeben von 2011 zu einer solchen Verflüssigung. Sie trat hauptsächlich entlang der Küstenlinie auf. Der Boden lockerte sich an bestimmten Stellen der Bucht von Tokio und begann zu schwappen und zu sprudeln. Dies sind Gebiete, in denen die richtige Mischung aus Sand- und wassergesättigtem Boden vorhanden ist. Du kannst dir vorstellen, dass die Verflüssigung für ein Gebiet, das bereits von einem Erdbeben heimgesucht wurde, eine schreckliche Katastrophe ist. Pipelines und andere unterirdische Bauwerke sind durch diese Sandvulkane stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Äußerst gefährlich, in solchen Gebieten zu leben. Feenkreise Namibia. Die Märchenkreise in der Wüste Namibias im südlichen Afrika sind ein wunderschönes und märchenhaftes Spektakel. Überall sieht man viele große kahle Kreise zwischen dem Gras. Wenn man sich Satellitenbilder ansieht, fragt man sich, wie diese Kreise entstanden sind, die in einem riesigen Gebiet von mehr als 1800 Kilometern Durchmesser vorkommen. Jahrzehntelang stand die Wissenschaft vor einem großen Rätsel, wie das Gras so wächst, dass perfekte Kreise zwischen 2 und 20 Metern Breite entstehen. Nach lokalen Überlieferungen wurden die Kreise von Göttern geschaffen, die ihre Fußabdrücke auf der roten Erde hinterließen. Nach Ansicht der Mathematikerin Corina Tanita haben die Kreise mehr mit mathematischen und biologischen Faktoren zu tun. Sie studierte die namibischen Märchenkreise und kam zu zwei Erklärungen. Es könnte der Kampf um Wasser in der trockenen Region sein, der die Kreise geschaffen hat. Eine andere Erklärung ist, dass unter dem Gras Termitenkolonien leben, die sehr territorial sind und so unbewohnte Kreise zwischen sich geschaffen haben. Beide Theorien müssen weiter untersucht werden. Welche hältst du für die wahrscheinlichste? Methanexplosion Sibirien.
In Sibirien entstanden infolge von Methangasexplosionen große Löcher in der Landoberfläche am Rand der Polarregionen. Im Jahr 2017 erlebten die Bewohner des Gebiets einen Ausbruch von Rauch und Feuer. Wissenschaftler, die am Ort der Katastrophe weiter forschten, sahen, dass ein riesiger Krater in das Flussufer gerissen worden war. Sie entdeckten einen weiteren Krater, der bis dahin unbekannt gewesen war. Der Krater entstand durch das Schmelzen des Permafrosts, wobei eine große Menge Methangas freigesetzt wurde. Diese verursachen höchstwahrscheinlich die Explosionen. Es ist nicht genau bekannt, wie oft dies geschieht. Sibirien ist aber auch vom globalen Temperaturanstieg betroffen, der zum Schmelzen des Permafrosts führt. Permafrost besteht aus gefrorener Erde und allem, was sich darin befindet, wie verwelktes Gras und tote Tiere. Normalerweise bleibt es das ganze Jahr über gefroren. Aber heutzutage wird es wärmer und beginnt zu schmelzen. Das gesamte organische Material im Eis wird freigesetzt und entflammbare Gase wie Methan werden frei. Bevor wir mit dem mysteriösen Verhalten der Erde fortfahren, hoffen wir, dass du unseren Kanal bereits abonniert und auf die Glocke geklickt hast. Hast du uns auch den Daumen nach oben gegeben? Jetzt müssen wir uns beeilen, damit wir weitermachen können. Rasenblasen. Ein Mann in Pennsylvania wusste nicht, was er sah, als er eine große, mit Wasser gefüllte Blase auf seinem Rasen entdeckte. Diese Wasserblasen sind als Rasenblasen bekannt, aber die von James Callender war sehr groß. Rasenblasen entstehen, wenn ein Sack mit Wasser die Grasoberfläche füllt, oft zwischen dem Gras und einer unter dem Rasen liegenden Plastikfolie. Die Plane wird verwendet, wenn der Boden von schlechter Qualität ist. Anschließend wird gute Erde auf den Kunststoff gestreut. Jetzt kann ein schöner Rasen verlegt werden. Callender dachte wahrscheinlich nicht, dass er neben einem schönen Rasen auch noch ein kostenloses Wasserbett bekommen würde. In diesem Fall eine gute Investition. Die Blasen werden durch einströmendes Wasser gebildet, normalerweise durch Regen, aber es kann auch durch ein geplatztes Wasserrohr oder sogar durch Erdgas verursacht werden. Auch in Sibirien entstehen Rasenblasen, weil sich Wasser zwischen dem Permafrost und der Erdoberfläche ansammelt. Seismischer Graben Äthiopien. In der Afar-Region in Äthiopien ereignete sich 2005 ein Vulkanausbruch. Der Vulkan Dabahu erwachte zum ersten Mal in der Geschichte zum Leben. Mehr als 6000 Einwohner in den umliegenden Dörfern mussten evakuiert werden. Dabahu ist ein Stratovulkan. Das sind große kegelförmige Vulkane, die eine sirupartige Lava produzieren. Die Eruption wurde von einer Reihe von Erdbeben und Erdrutschen begleitet. Eine der kleineren explosiven Eruptionen schuf eine riesige seismische Schlucht von mindestens 500 Metern Länge. Eine helle vulkanische Ascheschicht wurde über den gesamten Umfang der Schlucht ausgebreitet. Sedimentgestein wurde in der Nähe der Schlucht und auch 20 Meter weit weggeworfen. Die Schlucht selbst hatte an ihrer breitesten Stelle eine Tiefe von 100 Metern. Das Phänomen zog die Aufmerksamkeit vieler Experten auf sich. Hast du jemals einen so großen Riss in der Erde gesehen? Versteckter Strand, Mexiko. Playa del Amor in Mexiko ist bekannt als der versteckte Strand. Der Strand gehört zu den Marietta-Inseln, die mehr als 22 Seemeilen von der mexikanischen Küste entfernt liegen. Die wunderschönen Inseln wurden größtenteils durch Vulkanausbrüche geschaffen und sind völlig unbewohnt. Man kann sie zu Recht als Wunder der Natur bezeichnen. Da das Gebiet seit jeher unbewohnt war, war es ein idealer Ort für militärische Übungen. Testbomben sind eine bekannte Ursache für die Entstehung vieler Höhlen und Felsformationen auf der Insel, möglicherweise einschließlich des versteckten Strandes. Wenn man entlang der Inseln segelt, kann man den Strand nicht sehen. Er ist nur durch einen langen Wassertunnel zu erreichen, der den Strand mit dem Pazifischen Ozean verbindet. Du kannst den Strand schwimmend oder mit dem Kajak erreichen. So oder so ein recht netter Ort für einen Besuch. Dangxia-Berge, China. Die Regenbogenberge in Zhangjiadangxia Landform Geological Park, China, gehören zu den geologischen Weltwundern. Sie bilden eine skurrile Farbexplosion, die an einen Regenbogen erinnert. Wie sind diese fabelhaften Berge entstanden? Sie bestehen aus Kalksandsteinen und Schluffsteinen, die vor der Entstehung des Himalaya-Gebirges in China abgelagert wurden.
Der Sand und der Schluff enthalten Eisen- und Spurenelemente, die den Bergen die Hauptzutat zur Bildung der heutigen Farben lieferten. Die ursprünglich flache Landschaft erhielt ihre heutige gebirgige Form durch verschiedene Prozesse. Die Farben werden durch das Grundwasser gebildet, das Spurenelemente zwischen den Sandkörnern ablagert. Diese zementieren und bilden die rote Grundfarbe und all die anderen Farben. Die Regenbogenberge wurden 2009 in die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes aufgenommen. Es ist ein Spektakel, das du unbedingt sehen solltest. Treibsand. Ich bin sicher, du hast diesen tückischen Sand schon einmal in einem Film gesehen. Die größte Treibsandkatastrophe geschah 1895, als eine ganze Stadt in der heutigen Tschechischen Republik zerstört wurde. Treibsand entsteht durch gesättigten, losen Sand, der durch einen bestimmten Reiz plötzlich in Bewegung gesetzt wird. Wenn das Wasser im Sand nicht entweichen kann, bildet sich ein flüssiger Boden, der schwach wird und das Gewicht der Oberfläche nicht mehr tragen kann. Und an diesem schicksalhaften Tag konnte der Boden das Gewicht eines großen Teils der Stadt nicht mehr halten und es kam zu einer tragischen Katastrophe. Treibsand ist sehr tückisch, weil er auf der Oberfläche normal aussieht. Wenn man ahnungslos darüber hinweggeht, hat man plötzlich das Gefühl, unterzugehen. Hoffentlich gibt es etwas, an dem man sich festhalten kann oder jemanden, der einem heraushilft. Einen solchen Tod wünscht man niemandem. Welchen dieser mysteriösen Verhaltensweisen der Erde bist du jemals begegnet? Hinterlass uns deine Antwort in den Kommentaren. Unterstütze unseren Kanal auch weiterhin, indem du dich jetzt anmeldest und stell sicher, dass du die Glocke für die neuesten Videos geklickt hast. Hat dir dieses Video gefallen? Bis bald!